Herzlich willkommen hier im Robert Musil Literaturmuseum und zwar genauer gesagt im Sprachzimmer. Was ist ein Sprachzimmer? Das ist ein zur Unterhaltung bestimmtes Zimmer, wo jemand Besucher empfängt oder zu sprechen ist. Das ist die Definition von Jakob und Wilhelm Grimm im deutschen Wörterbuch. Was gesagt wird von den beiden Herren, ist hier der Fall. Ich habe Besuch, und zwar ist der Arnold Böschl bei mir. Er ist Fotograf und hat sich als solcher in Klagenfurt etabliert, arbeitet international und hat vor 2 Jahren eine sehr eindrucksvolle Ausstellung hier im Robert Musil Literaturmuseum gezeigt. Er hat Autoren und Autorinnen porträtiert. Ich glaube, die haben sich sehr gefreut, wir haben uns sehr gefreut über diese prachtvollen Fotos. Und ja, ich denke, du hast mir dazu noch was mitgebracht. Also es war vor 2 Jahren. Genau, und wir haben damals schon geredet, dass es doch toll wäre, wenn wir diese Ausstellung konservieren in einem Fotobildband. Und so habe ich auch vom Land Kärnten Kultur eine Förderung gekriegt für die Ausstellung, aber auch dafür, dass ich diesen Bildband drucken habe können. Zudem eine gute Freundin, die Julia Greuer-Bleiweis, ist, das Layout und die Grafik gemacht hat, das Buch gesetzt hat. Wir haben in Klagenfurt gedruckt, bei Satz und Druckteam. Und ja, ich habe verschiedene Autorinnen und Autoren mit Kärntenbezug fotografiert, die teilweise in Klagenfurt ansässig sind, teilweise in Kärnten ansässig sind, teilweise aber auch nicht. Also so ein Vertreter hier ist zum Beispiel Alois Brandstätter, Weidmannsdorfer. Oder den Daniel Wisser habe ich in Wien fotografiert. Meinen guten Freund, den Alfred Gubran, den habe ich auch zu Hause bei ihm in Wien, in seiner Wohnung, porträtieren dürfen. Und ja, bin sehr froh, dass jetzt die guten Erinnerungen an diese schöne Ausstellung hier wiederkommen und wir diesen Bildband zusammen gemacht haben. Und das ist jetzt einmal dein Exemplar. Es gibt 83 Stück. Das ist Nummer 3 von 83. Vielen herzlichen Dank. Ja, das Buch ist käuflich zu erwerben und Arnold Böschl wurde von einer Journalistin der Kleinen Zeitung mal ein Erzähler mit der Kamera genannt und er erzählt wirklich viele Geschichten und alles, also Brandstätter, das Foto hast du das schon gezeigt. Es gibt ein neues Buch von Alois Brandstätter, das heißt Lebensreise, das ist im Residenzverlag erschienen und so kann man zu fast jedem Bild eine aktuelle Geschichte erzählen. Hier zum Beispiel ein sehr prägnantes Porträt von Alexander Widner, der gerade seinen 80. Geburtstag gefeiert hat. Er hat ein neues Buch im Visa Verlag herausgebracht, das heißt Bloße Anwesenheit, ist sehr zu empfehlen mit kurzen Texten, essayistischen Beobachtungen. Ja, Anna Bahr ist hier zu sehen und so ging es noch weiter. Sandra Weiß ist in dem Buch. Auch eine gebürtige Klagenfurterin, wie übrigens auch der Daniel Wisser. Also quer durch die Generationen, quer durch die Stile kann man sich mit diesem Buch sozusagen durcharbeiten. Aber es ist keine Arbeit, sondern es ist ein Vergnügen. Und in Klagenfurt bei der Buchhandlung Hein ist dieser Prachtband erhältlich. Und auch hier bei uns im Musilmuseum, es gibt, ich habe das Gefühl, es gibt so einen bestimmten Moment, den du da erwischt oder wo du es schaffst, die Autoren und Autorinnen in diesem richtigen Moment zu porträtieren. Aber wie machst du das eigentlich? Wenn du mich fragst, wie die Fotos entstehen oder wie man auf die Leute zugeht, es ist meistens so, dass man sich, so wie wir beide uns oft auf einen Café treffen, mal reden, sich kennenlernt, Sympathien entdeckt und dann vielleicht spazieren geht eine kleine Runde. So wie mit dem Alois Hotschnick am Ostjacher See, wo er mir sein Haus gezeigt hat und wir dann zum Steg gehen und ihn natürlich in Bezug zu diesem Ruheort gesetzt haben. Also, und ich gebe selten vor, also es ist nicht so, dass ich sage, wir treffen uns jetzt an einem Ort, der mir was bedeutet. Also ich könnte jetzt kein Ostjacher See-Kind an den Wörthersee holen vielleicht, sondern es ist authentischer, wenn ich ihn an seinem Ort fotografiere oder auch den Alfred Gubran, der sehr viel in seiner Wohnung arbeitet und schreibt und ich auch unzählige Gespräche mit ihm dort geführt habe. Ja, vielleicht macht auch das das Geheimnis dieser, oder ist das vielleicht ein Teil des Geheimnisses dieser Fotos,
Ich glaube, dass du dich sehr interessierst, oder das ist auch mein Gefühl, eben für dieses Thema Schaffenskraft. Du bist ja selber ein Kreativer. Das ist für dich ganz wichtig, aber natürlich auch für die Autorinnen und Autoren, denn das ist für die ihre Antriebsfeder, und das ist wunderbar umgesetzt, weil ja auch mit diesen Bildern du viele Geschichten erzählst. Ja, ich denke auch, dass das Publikum sehr viel Freude haben wird mit diesem Buch in der virtuellen Literatur-Lounge des Robert Musil Literaturmuseums. Sie können uns aber in Kürze auch wieder besuchen. Das freuen wir uns schon sehr. Arnold, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch. Danke dir. Und ich wünsche dir viel Erfolg Dankeschön. Mit diesem Prachtband. Danke vielmals.